Wir haben den Ball. Zwölf Schrotflintenpatronen. Ich nicht, nein, okay. Weil ich habe es halt so spät gecheckt, ehrlich gesagt. Sonst hätte ich es vielleicht auch gemacht oder so, aber dann konntest du ja gar nicht mehr offline, nee, gar nicht mehr online spielen. Wäre ja auch ein bisschen scheiße gewesen, wenn du jetzt nicht gerade eine Ersatz-PS4 gehabt hättest. Also wir können nicht in den Classroom. Wir können. Nee, bringt eigentlich auch nichts, ne? Irgendwas habe ich übersehen. Irgendwas habe ich übersehen. Wir gehen, glaube ich, vielleicht doch nochmal zurück. Wo ist denn das? Andere Seite, ne? Hier oben müssen wir, glaube ich, raus. Nee? Warte mal. Jetzt übersehe ich die Tür komplett, glaube ich, ne? Sag mal. Würde mich wundern, würde man sowas nicht online finden, wo schon Linux auf der PS4 läuft. Ich weiß halt nicht, ob das jemals jemand hochgeladen hat oder so, aber es haben halt Leute nachgebaut und das ist halt an sich schon sehr, sehr akkurat. Achso, nee, das war das hier, das war auch. Es ist halt alles verschlossen hier, oder? Es ist abgeschlossen. Das heißt, wir bräuchten schon irgendwie einen Schlüssel. Wir haben ja keinen Schlüssel irgendwie noch, ne? Der würde das ja benutzen. Wir haben nur noch den Ball. Gummiball in grellen Rosa, wie Kinder ihn haben. Muss ich vielleicht doch nochmal ins Bad oder so? Mit dem Ball? Es ist abgeschlossen. Okay. Aber da fehlt ja so ein bisschen der Hinweis gerade. Wo könnte man das benutzen? Wir kommen in die Library rein. Classroom? Ich würde halt ungern wieder in diese Klassenräume rein, ne? Locker Room. Da haben wir ja den Schlüssel bekommen eigentlich. Teacher's Room. Lobby Rezeption. Wir waren ja überall drin. Wird gerne auch wieder mal wieder speichern, ne? Oh. Noch ein Tonikum. Nice, nice. Das ist wichtig. Ja. Unsicher, ob ich hier nicht irgendwie alle mal kaputt schießen sollte. Dann auch zumindest Munition wieder. Das war richtig gut. Mensch, also. Scheiße. Jetzt bin ich. Ach Gott, jetzt bin ich einfach im Kreis gelaufen, ne? Weil ich nicht nachgedacht habe, wie ich da jetzt drin laufen soll. Habt ihr eine Ahnung, was ich verpasst habe? Habe ich, also ich habe ja nicht irgendwas übersehen oder so, ne? Aber ich muss wahrscheinlich irgendwas noch mit dem Ball machen.
Weiß nicht, ob das was mit dem Locker Room zu tun hatte. Da vermischen sich irgendwie Erinnerungen, glaube ich. Okay, wir müssen jetzt hier direkt nach vorne. Scheiße. Ja, eigentlich würde es sich fast lohnen. Die abzuschießen, ne? Ich sag's, wie es ist. Komm, wir holen die Schrotflinte raus. Immer noch rot. Das müssen wir halt eigentlich noch mit dem anderen Raum machen. Okay, die sind so schon tot. Ja, mit dem Ball habe ich eine Erinnerung, aber ich weiß nicht, ob du da hinkommst. Ja, okay, dann habe ich auch eine Erinnerung und dann versuche ich es, ja. Weil das war nämlich... Ich glaube, das geht. Aber dann gehe ich gerade falsch. Ich glaube, es funktioniert, aber ich konnte das, was ich vorhin schon quasi geäußert habe. Wir haben ja quasi... Komm nicht hier raus. Fuck. Okay, wir müssen auf jeden Fall gleich mal speichern. Ja, so geht's mir auch. Ich möchte ungern irgendwie die Ampulle jetzt benutzen. Vor allem weiß ich auch gerade gar nicht, wo man hier speichern konnte. Das wäre auch irgendwo hier. Hier mit dem Ball gefunden. War das hier die Richtung? Nein! Okay, wir gehen weiter, nicht weiter suchen. Wir gehen jetzt rüber, bevor wir noch sterben. Okay, ich nehme die Ampulle, ne? Komm. Ich will jetzt gar nicht das Risiko eingehen, dass wir das alles normal machen müssen. Gut. Genau, dann gucken wir einfach mal hier durch. Die Türturm ist abgeschlossen. Das ist ja richtig scheiße. Okay. Das war meine Idee, dass wir nochmal rübergehen in die andere Welt. Und quasi dem, ne, dem weinenden Kind den Ball geben. Was wir noch versuchen könnten, das macht aber für mich auch nicht so viel Sinn, ist leider nicht verwendbar. Nicht, wenn ich mittig erstehe, ne? Okay, wo? Rezeption, da kommen wir halt drüber. Ja, vielleicht hat es trotzdem was mit den Klos zu tun halt, ne? Ja, das war ja vorhin in dem Klo. Das ist gar nicht...
trotzdem nicht so unabwegig. Na, wir hatten quasi das weinende Kind in der anderen Welt. Das können wir trotzdem hier lang. Und vielleicht können wir das trotzdem... Ich weiß noch nicht, welches Stockwerk das war, ehrlich gesagt. Ja, jetzt müssen wir trotzdem hier lang, ne? Das Schloss klemmt, warte mal, was? Ist es so? Dann da durch und dann links hinten. Ich schaff's nicht, ich bin so doof. Geht einfach durch. Das gibt's doch nicht, ey. Okay. Na, das wird's ja nicht sein. Wir haben, glaube ich, ja, immer noch nichts mit dem, mit diesem warpenden Klo gemacht, ne? Das ist das warpende Klo. Aber hier haben wir keinen Anhaltspunkt dafür, ne. Jetzt hängt's aber gut. Nee, das ist es nicht, okay. Jetzt sind wir trotzdem in der obersten Etage. Also vor den Klos bringt es auch nichts. Nee. Weiß aber auch nicht genau. Hier war, glaube ich, Munition und so ein Gedöns an der Stelle. Und hier war eh zu. Was übersehen wir? Also ich in dem Fall. Achso, jetzt haben wir den Shortcut verloren. Ah, okay. Nice. Hätte ich vorher mal geguckt. Oh. Nichts damit zu tun, ne? Warte mal, was war das denn hier? Schloss klemmt? Schloss klemmt. Ein Rollstuhl in der Grundschule.
diese Dinge haben auch nichts damit zu tun. Das erinnert mich sehr an Bloodborne, glaube ich. Nee, nicht an Bloodborne, an Dark Souls 1. Boah. Kraudon, deine Theorie habe ich noch nicht probiert, ne? Also was, also ne, ist die Frage, habe ich deine Theorie schon geäußert, die du hattest? Wo du meintest, du weißt nicht, ob man da hinkommt? Hier waren wir gerade vorhin schon, ne, an der Stelle. Hier kann man speichern. Wir speichern mal auf, sicherheitshalber auf einen anderen Safe. Nein, hast du nicht. Okay. Ich habe deine Theorie noch nicht geäußert. Classroom. Also die Klos waren es nicht. Teacher Rooms hat alles nicht so gepasst. Halt höchstens zum Locker Room. Ach, warum sind wir denn eigentlich noch nicht nach ganz oben gegangen? Weil es nicht ging? Nicht mehr unsicher, ne? Das wäre jetzt auch nochmal eine Idee. Ach, wir brauchen halt ja tatsächlich zwingend mal Heilung. So langsam. Sonst ist ja bald, ne? Schicht im Schicht. Hier lang? Okay, und dann... Der Raum geht halt immer noch, ne? Das ist der andere, der mich so komplett kaputt macht. Wo hattest du eigentlich den letzten Erfolg gehabt? Das war schon Pantheon 5, glaube ich, ne? Jetzt sind wir auf dem Dach, ne? Hier waren wir nämlich noch gar nicht. Oh Gott. Ein Ablaufventil, nichts Ungewöhnliches. Und ich glaube hier. Na, ich muss mal gucken. Hier musste man auf jeden Fall irgendwas hinpacken. Ja. Ja. Hab den Gummiball verwendet. Nice. Okay. Ich dachte halt wirklich, das hatte was mit Dingen zu tun. Da ist ein Ablaufventil, nichts Ungewöhnliches. Aber was bringt mir das jetzt? Da ist ein Schlüssel aufgehängt. Es ist knapp außer Reichweite. Aber okay, und jetzt müssen wir in den Keller los. Damit es mehr regnet? Nee, ne? Das macht, glaube ich, keinen Sinn. Knapp außer Reichweite. Oder kann ich jetzt... Kann ich das Ablassventil... Ah ja, okay. Jetzt kann ich es öffnen. Und dann wird es jetzt hochgespült. In dem Spiel, wo du die letzte Aktion gemacht hast, bevor das Rätsel begann. Ah.
Ach so, wusste ich nicht mehr. Weiß ich nicht. Vergessen, was wir als letztes gemacht haben. Der Schlüssel ist den Abfluss hinuntergespült worden. Jetzt müsste, glaube ich, ganz unten irgendwo in dem Garten liegen. Wir wissen aber immer noch nicht, was für ein Schlüssel das ist, ne? Das ist wahrscheinlich für Classroom oder sowas. Könnte das durchaus sein. Aber jetzt müssen wir quasi wieder komplett runter. Und hier vorbei. Nee, das war falsch. Oh, ganz schnell raus hier. Oh Gott. Wir müssen noch eine Etage runter. Das wäre fast... Diese Generation vergisst nichts. Meine schon. Ich vergesse alles. Innerhalb der nächsten 10 Minuten. Oh, wir können auch jetzt hier lang. Warte mal. Das ist ja mega geil. Das hätten wir auch vorher hingekriegt, ne? Fällt mir gerade auf. So, jetzt müssen wir mal gucken. Da ist der Ablauf. Also muss das irgendwo im Norden sein, halt wahrscheinlich, ne? Also direkt jetzt hier. Nice. Dieses Level-Building, ne? Ich sag's dir. Das ist ein Klassenzimmerschlüssel. Okay, scheiße. Gab halt nicht so viele Möglichkeiten in dem Fall, aber... Das war schon ein bisschen zu erwarten, ne? Okay, dann dürfen wir jetzt wieder ganz nah. Und dann ist hier hoffentlich gleich mal... ...die Schule vorbei. Nee, das ist ja mega geil. Wir können ja jetzt hier einfach durchlaufen. Ach. Nein, sag mal, hallo? Ich hab euch angeschossen, ihr müsst umfallen. Das sind jetzt die Classrooms, wo ich aufschließen kann. Ne? Ich bin noch grün, okay. Ampulle ballert. Aber den Klassenzimmerschlüssel jetzt. Oh Gott. Bitte lass mich los. Wir sind schon geradeaus weiter, glaube ich. Ja, zumindest mal eine Heilung. Die wollen doch nur kuscheln, die wollen umarmen. Ist halt leider wirklich so wahrscheinlich, ne? Eigentlich kann man denen wirklich nichts Böses. So, und hier können wir, glaube ich, den Shortcut aufmachen. Und da ist noch ein Tonikum. Aber wir sind immer noch grün, ne? Das hatte ich gerade schon mal geguckt. Ne, wir sind rot. Scheiße. Jetzt sind wir gelb. Das ist auch nicht so doll. Okay. Dann können wir da die Treppen jetzt runtergehen. Warte mal, wir gucken nochmal oben ins Eck. Manchmal liegt dann auch noch was da. Jetzt können wir runter zu dieser Maschine wahrscheinlich, ne? Ich hoffe immer noch irgendwie auf den Tonikum oder sowas in der Ecke. Deswegen gucke ich da immer noch dreimal hin.
Vergiss nicht bei der ganzen Batterie, dass noch ein Boss wartet. Ja, Grandmother Jesus, moin. Herzlich willkommen. Ja, es ist, glaube ich, okay, was ich bei der ganzen... Ach, das Rätsel. Oh Gott. Das ist hier in der Schule? Oh Gott. Warte mal, ich guck mal noch in den anderen Raum. Oh Gott, eine Ampulle. Na, bei der ganzen Batterie darf ich nicht vergessen. Oder beim ganzen. Ich krieg Schaden die ganze Zeit. Darf ich nicht vergessen. Es kommt noch ein Boss. Das macht mir nämlich aktuell mehr so. Munition haben wir eigentlich ganz okay. Also eigentlich ganz gut. Ne? Da sind wir mittlerweile anderes gewohnt, aber... Was? Wir sind immer noch grün. Nee, jetzt rot. Okay, wir sind immer noch gelb. Lauschangriff unserer Regierung oder Nico in Silent Hill. Ist echt so. Oh Gott, ey. So, hier gab es tatsächlich mal einen Trick, wie man das easy lösen konnte. Also so ein Speedrun-Trick. Aber als ob ich den noch weiß. Ja, das hat es nicht besser gemacht. Wir probieren einfach mal ein bisschen rum hier. Ne? Ja, wir drehen ja gar nichts mehr. Wir gehen mal zu dem anderen Ventil. Wir drehen das mal nach links. Oh, okay. Okay, warte. Wir sind kurz davor. Ich hab Gefühl. Hallo? Okay, ich fühl's nicht mehr. Ist vorbei mit Fühlen. So. Die drehen sich ja nie unabhängig voneinander. Die drehen sich ja immer. Oder? Warte mal. Doch, schon. Ne? Das, was ich aktiv drehe, dreht sich immer zweimal. Und das, was ich nicht drehe, dreht sich nur einmal. Raff ich jetzt gerade mal so. Das heißt, wir müssen jetzt einmal nach rechts drehen. Und das nach links und dann haben wir's. Immer die beliebte Frage, wer baut so? Echt so. Ah, nee, okay. Vielleicht in die andere Richtung, vielleicht ist das richtig. Achso, ach Gott, jetzt drehe ich wieder nach links. Dass es immer an der oberen Stelle hängt. Das ist immer noch um eins verschoben halt, ne? Machen wir nach rechts.
weiß nicht, ob das jetzt reicht, wenn ich hier weiter drehe. Weil ich habe so ein bisschen den Überblick, ehrlich gesagt, verloren. Okay, ich kann es offensichtlich nicht erkennen, wo es ist. Ne? Ah, fuck, immer noch um eins verdreht. Wie kann ich das denn unabhängig machen? Ach so, weil sich das rechte immer zweimal dreht. Okay, jetzt fange ich es an zu raffen. Dauert nur ein bisschen. Was? Okay. Ich hab's noch nicht verstanden. Es darf noch nicht gelöst sein. Ich hab's nicht verstanden. Fuchs. Ich hab's nicht verstanden. Also ich fing gerade an, es zu verstehen. Das Problem war, dass ich noch ein bisschen länger gebraucht hätte. Scheiße, ich hätte speichern müssen. Ich hab's vergessen. Dass das der Boss war. Dass da drin der Boss war. Ich hab's vergessen. Gib mir die Schrotflinte. Wir ballern da jetzt alles rein. War, glaube ich, er musste seinen Mund aufmachen, ne? Das ist der Clickbox, genau. Wo ich keine Munition mehr habe. Oh, fuck. Na, wie viel hab ich hier? Okay. Weiß halt nicht, was der... Das war leider nicht clever. Der macht ja Insta-Kill. Wenn ich da drin bin. So war das, ne? Sollten diese Nacht zu dunkel erscheinen, so empfiehlt sich eine Erhöhung der Helligkeit. Vielen Dank. Fuck. Okay, ich musste erstmal verstehen, wie der ging. Ich glaube, das ist mir beim ersten Mal auch passiert, ne? Also beim ersten Versuch. Oh! Stimmt. Das ist ja mega nice gewesen. Das ist mir nämlich beim ersten Mal auch passiert. Ey, nicht schubsen. Stimmt, ey, das war ja mega gut. Nicht so viel schubsen, ey. Wir sollten trotzdem mal von dem ganzen Schubsen mal gucken, wie die HP hier ist. Ja, nicht so gut, ne? Alter, der hat aber auch eine lange Schnauze. Alter Vater. Okay, wir müssen, glaube ich, tatsächlich die Ampulle verwenden, ne? Ja, sollten wir. Wir gehen da jetzt mit einer Schrotflinte ran. Oh, nein. Oh. Nein. Kippt den Joghurt ums Rucksack, der kann er dich nicht mehr schubsen. Das ist echt so. Er ist tot!